Okay, dann gucken wir uns jetzt das neue Jansky-Video an. Ganz in Ruhe. Jansky, Dive-Bombs gezündet. Oh, wenn das schon so losgeht. Oh oh. Oh oh. Dann gucken wir da mal rein. Willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge. Biermann zündet eine Dive. Boris eskaliert. Seid ihr komplett dumm oder was? Und Lars spielt Rambo. Ich habe mal wieder nichts gebacken bekommen. Oh, vor Biermann! Ja! Geil! Benutzt da jemand einen Voice Changer? Maga, ist noch nicht mal Dezember und da sind schon Weihnachtshüte auf? Ey! Ah, ne, hinter Kaminski und Schröder. Verdammte Scheiße. Oh, direkt hinter denen. Geil! Ach, bodenlos. Ja, Jan wird von Jansky geschlagen. Also, das kann überhaupt gar nicht gut gehen hier mit Kaminski und Schröder vor mir. Also, es wird persönlich. Da du ein paar Essens vor dir hast, einhalten. Alles gut. Ja, Jansky und Schröder, ne? Hals- und Beinbruch. Deswegen ist Kialami halt scheiße, ne? Ich war jetzt viel zu spät, Alter. Jawoll! Lol! Lol! Ja, schön, Biermann! Was hat Biermann da gemacht? Oh, alle getötet. Pass auf, langsam, langsam vor dir. Ja, da stand jemand. Der gibt auf jeden Fall einen 3-Tage-Bann. Ach, scheiße, er komplett tot hinter dir aus, Schatz. Also prinzipiell hätte Bremsfunk ja gepasst, ne? Wenn er dann... So wie das aussah, hat er gar nicht gepasst, aber also für Innenbahn. Halt auch gebremst hätte und nicht auf Vollgas, Halbgas. Gottes Willen. The fuck. Er hat ihn einfach komplett gelöscht. Aber ja, wenn man natürlich so in die Innenseite reintaucht... Was will er denn? Ist außen scheiße, das hast du gut gemacht. Jansky hat richtig Minus gemacht. Wir haben ein Zehntel Damage. Ein Zehntel. Fahren Panzer. Japanischer Stahl hier. Ob ich mich schäme, Jansky? Also, ja, schon. Hello there. Boah! Leute, was ein Turn, Alter! Oh, nice gemacht von Noah. Richtig gut. Oh nee! 360, hallo. Ah, oh, fucking shit. Seid los, vorsichtig. Seid los, vorsichtig. Ach komm. Ja, du, gelbe Flagge ist auch meistens nur ein Hinweis. Ein Hinweis, ne? Das ist jetzt nicht, muss man nicht bremsen, ist ein Hinweis. Ist nett gemeint. Kann man auch einfach ignorieren, ne? Also ich meine, da ist ja auch wieder grün, da kann man ja dann wieder voll raufgehen. Es ist nur ein Hinweis. Seid ihr komplett dumm oder was? Boris, das ist wie mit den Schildern auf der Autobahn. 130 ist nur ein Hinweis. Man kann trotzdem weiterhin, wenn man möchte, für ein gewisses Strafgeld auch 200 fahren. Das sind nur Empfehlungen, wenn man das nötige Geld hat. Das ist mit den gelben Flaggen ganz genauso. Es ist nur Empfehlung. Zum Kotzen, Mann. Meine Fresse, echt, ey. Wie kann man so blind sein und mich da noch an der Stelle drehen, wo ich an einem Auto vorbeifahren will? Schüttel, ich fahre hier mit 27 Sekunden Schaden noch 2-0er Zeiten. Also, ne? Ruhe. Jetzt fährst du. Mann, schon wieder hier. Och nein! Meine Fresse. Nein, 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 nein. Aber das Ding ist ja, ich mach gar nicht, also, ich glaube auf Holz, ich mach gar nicht so viel Scheiße. Und erst, konntest du erst... Nein. Hat keiner gesehen? Versuch mal von... Nee, das wird nix. Wie Last Lap. Ey, das ist nicht ernst gemeint, oder? Ich dachte, oh Mann, ey, was ist das denn? Was ein tolles Rennen.
Basti? Darüber reden wir nicht. Basti, ja, gerade bei Tobi. Ich hab grad ein kleines Problem. Digga, ich bin gerade dumm. Einen Moment. Okay. Falscher Knopf. Basti? Basti? Zündung? Alter. Was ist denn hier dran? E-Sport? Seid ihr bescheuert oder was? Wo bin ich hier heute gelandet? Landet? Im Irrenhaus? Ja, du, das fragen wir uns schon seit den letzten 5 Jansky-Videos. Also ganz ehrlich. Ey, Mann, Basti, das gibt's nicht. Nein. Ach, Leute. Digga. Digga, hä, wie dumm, warum habe ich das gemacht? Ohne unser Pech beim Denken, was Zündung angeht, Warum habt ihr denn noch nicht die Zündung da weggelegt? Das ist doch jetzt schon das zweite Video, in dem das passiert. Wer wird erster? Don't ask me how the fuck they are doing that. Okay. Ey, sorry. Oh Mann. Da gab's ja noch regelmäßig... Übrigens ein kleiner Tipp, ne, an die ganzen E-Sportler. Es gibt bei ACC die Funktion, wenn man eine Taste belegt und da eine Seite ist ein Pfeil und man da drauf drückt, geht unten drunter noch ein Menü auf. Und darunter kann man einstellen, wie lange man einen Knopf drücken muss, bis etwas ausgelöst ist. Ich denke, das könnte für euch hilfreich sein, wenn ihr länger als eine Sekunde die Zündung drücken müsst, damit der Motor nicht ausgeht. Also übrigens, das findet ihr im Menü, Dropdown, eine Seite ist so ein Pfeil nach unten und da steht dann Extended Input, da machst du einen Haken rein und dahinter kannst du die Sekunden einstellen. Dann passiert das nicht, wenn man einfach so aus Versehen drauf kommt. Vielleicht hilft euch das ja. Dann sieht es nämlich wieder ein bisschen professioneller aus. Kussi, kussi. Content, da habe ich noch regelmäßig Leute abgeschossen und alles mögliche. Ach, Peter, was machst du? Oh Mann! Was tue ich? Oh, Digga, ich bin so scheiße. Ja, komm, schleppt mich direkt ab. Komm, nehm mich direkt mit dir. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und er bleibt einfach vor mir! Er bleibt einfach vor mir! Ich geh mich löschen. Das ist mein... Das ist mein 3-Tages-Bann. Nein, ich habe nicht genug Platz gelassen. Oh mein Gott, ich werde sowas von gebannt. Ich geh in Urlaub. Chat, was machen wir jetzt 3 Tage lang? Lebt. Oh. Müssen wir mit dem Porsche mal sprechen? Weiß ich nicht. Ich glaube, die wollen uns nicht vorbeilassen. Das wird jetzt interessant. Boah, was macht... Warum sind die hier so langsam? Willst du die Theorie aufstellen, dass Huben nicht Nils attackiert? Ja, weil anscheinend reicht denen P6 für die Meisterschaft schon. Und noch dazu sind sie halt Teammates, ne? Problem ist, der Ferrari kommt hinter mir dran und ich kann nichts machen gerade. Ja, da ist keine Lücke. Das ist das Problem. Da muss ich halt einfach wegbleiben. Die Dive. Oh, was? Alter, der war nicht clever, der Move. Also da überholt man nicht ohne Overlap. Ja, das war spannend. Siehst du, was man davon hat, wenn man die zündet? Was? 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 Wir bekommen 5 Sekunden und Naujox bekommt nicht. Egal, lass wohl unkommentiert. Ah, oh, geil. Die Ultras hier. Und abends hätte ich Marco 10 Runden aufzuhalten. Ja, Grüße. weil ich meinen Mate nicht angreifen will. Ich hätte ihn gerne angegriffen. Ich konnte aber nicht. Auf jeden Fall Kommentar des Tages.
Und wenn dem so wäre, wäre es doch auch scheißegal, weil du musst doch als Hintermann schneller sein und ihn einholen. Ist überholt, also müssen wir jetzt immer alle Leute durchwinken? Alter, ich verstehe diese ganze, also wirklich Competitive-Szene, muss ich wirklich zugeben, habe ich überhaupt gar keine Ahnung, was da passiert. Bager, was zum Kuckuck. Hallo. Wollen wir Leute und... Bremsen ist nicht, oder? Bremsen ist nicht? What the fuck? Wurden die Namen mit Absicht rausgemacht? Warum will die denn keine Bremse drücken? Ach so, das ist offline Warmfahren. Ich wollte gerade sagen, okay. Oh, ich habe schon Herzkasper gekriegt. Oh, okay, na, also offline, alles klar. Wenn das nur NPCs sind hier. Oh, ich wollte schon sagen. Mage, diese Competitive-Szene ist aber auch... Puh. 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 Wild. Wild unterwegs. Um es mal so auszudrücken.